So Leute, wir kommen zu meinem neuesten Arbeitsvlog. Teil 5 ist es jetzt. Und ich muss jetzt arbeiten gehen. Um 9:30 Uhr fängt es an. Diesmal fange ich nicht mehr wie bei dem anderen Vlogs, bei dem anderen Arbeitsvlogs um 10, manchmal um 11, manchmal um 15. Ja, jetzt fange ich um 9:30 Uhr an, früh. Wir haben gerade 7:57 Uhr. Wie man hier wartet, wie man hier, der will mich verarschen, sehen kann. Und ich gehe so um 8:10 Uhr, 8:20 Uhr schon los, weil ich brauche 20 Minuten bis dorthin, weniger als 20 Minuten, vielleicht so 15, weiß nicht, ich habe nicht. Ich habe nicht geguckt, halt, ich gehe einfach los, wenn ich losgehe. Und wenn ich da bin, dann bin ich halt da. Ne? Ich gucke jetzt nicht, wie lange ich brauche. Aber ich gucke mal heute, wie lange ich brauche. Und danach sage ich euch. Aber ich schätze so zwischen 15 und 20 Minuten brauche ich auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall abonniert den Kanal, liked das Video. Teilt es gerne auch. Ich weiß, meine ersten Arbeitsvlogs waren langweilig. Der wird hoffentlich nicht so sein. Aber checkt auf jeden Fall die auch ab. Eigentlich sind die nicht so langweilig geworden. Ich erzähle euch dort, was ich alles erlebt habe und, und. Also checkt es auf jeden Fall ab. Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4. Und das ist Teil 5. Ja, jetzt muss ich Zähne putzen. War ich? Essen war ich nicht, weil ich nicht Hunger habe. Ja, was ist das? Also, keine Ahnung. Und ja. Also, auf jeden Fall habe ich alles gemacht. Ja, wir sehen uns später wieder. Auf jeden Fall draußen ist es sehr kalt, Leute. Ich überlege mir, ob ich einen fetten Jacke anziehen soll, aber so kalt ist es jetzt. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, mir ist doppelt so kalt, weil ich ja erkältet bin. Weiß nicht. Weiß nicht. Mal gucken. Ach, scheiß drauf, Digga. Ich gehe U-Bahn, danach Bus und danach bin ich Arbeitsstelle. Da muss ich halt ein bisschen laufen, dann bin ich schon bei Arbeit. Das halte ich aus. Das ist nicht so schlimm. Weil ich habe gerade keinen Bock, fetten Jacke zu schleppen. Weil man weiß ja eh nicht, wie die Wetter wird. Weil Wetterbericht sagt, dass heute angeblich sehr kalt und regnen soll. Regnerische Wetter sein soll. Ob das stimmt, weiß ich ja nicht. Weil Wetterbericht hat oft so gesagt und danach ist es irgendwie Warnluft oder sonst was. Deswegen weiß ich nicht. Ja, ich gönne mir auf jeden Fall jetzt den hier. Und danach ziehe ich Schuhe an und gehe einfach los. Ich warte dort. Ich habe keinen Bock zu Hause zu warten irgendwie. Der, ich will dorthin gehen und jetzt schon arbeiten, wenn es gehen könnte. Aber der Laden öffnet erst um 9:30 Uhr. Deswegen passt das. Ja. Auf jeden Fall bleibt bis zu Ende dran. Das wird spannend. Und pass auf euch auf. Wir sehen uns später gleich wieder. Auf jeden Fall, Leute, ich laufe jetzt ein bisschen. Und es ist leichter Regen hier. Ich gehe zu Arbeit, Arbeit, Arbeit. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt zur Arbeit. So Leute, ich bin jetzt in der Pause. Ich habe eine halbe Stunde Pause bekommen, weil ich heute lange arbeiten muss. Eigentlich muss ich 5 Stunden, aber heute muss ich 8 Stunden arbeiten. Deswegen habe ich eine halbe Stunde Pause bekommen. Auf jeden Fall, das ist sehr gut. Abonniert den Kanal, liked das Video, teilt es gerne auch. Und ja, 8 Stunden Arbeit. Okay Leute, ich habe jetzt frei. Ich habe jetzt 8 Stunden, nein, 9 Stunden gearbeitet. Von 9:30 Uhr bis 18 Uhr. 8
8,5 Stunden, 9 Stunden ungefähr gearbeitet. Jetzt gehe ich nach Hause. Ich habe so Kopfschmerzen, weil ich auch nichts gegessen habe, nur getrunken. Und ja, ich warte jetzt auf den Bus. So Leute, jetzt bin ich zu Hause. Ich hab ja vorhin gesagt, ich habe von 9:30 Uhr bis 18 Uhr gearbeitet. Und morgen hatte ich eigentlich frei, aber ich hab doch nicht frei. Boah, Digga, ich hab so Kopfschmerzen. Wahrscheinlich, weil ich wenig gegessen habe, habe ich ja vorhin gesagt. Aber jetzt habe ich mir einen Döner gegönnt mit Cola und so. Also, ich schätze mal, dass es bald weggeht. Kopfschmerzen sind echt schlimm. Und mein Körper ist halt auch nicht gewöhnt, 8 Stunden zu arbeiten, weil ich jetzt bis jetzt halt 5 Stunden arbeite, ihr wisst ja. Fünf Stunden arbeite, weil ich hier in Teilzeit bin. Aber ja, jetzt habe ich 8 Stunden gearbeitet, weil wir heute sehr großes Angebot hatten und ich musste überall Papier kleben und. Sehr viel Arbeit gab es heute. Aber ich sag so, es war gechillt. Aber halt nur Kopfschmerzen habe ich bekommen, weil die ja auch Musik 24/7 laufen lassen. Und diese Musik ist gut für 5, 6 Stunden kann man hören, aber danach kotzt man gefühlt, wenn man Musik hört. Keine Ahnung wieso. Aber ihr müsst mal so vorstellen, ihr hört 24/7 Musik. Und das müsst ihr jeden Tag 5 bis 8 Stunden aushalten. Ich glaube, da wird jeder Kopfschmerzen bekommen. Aber egal, dadurch muss ich jetzt. Und ja, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal meine Socken wechseln. Weil 8 Stunden stand ich mit den Socken. Die stinken. Ich bin euch ehrlich, die stinken gerade sehr. Deswegen muss ich kurz mal waschen gehen. Fuß waschen gehen, Socke tauschen. Ja. Und danach kann ich eigentlich mal in mein gemütliches Bett hinlegen und schlafen, weil ich morgen wieder um 9 Uhr bis 14 Uhr arbeiten gehe. 5 Stunden, aber trotzdem muss ich morgen um 9 Uhr aufstehen, wieder. Um 8 Uhr aufstehen, um 9 fängt es ja an. Leider muss ich das jetzt, weil morgen muss ich über den PC einen Kurs machen. Deswegen. Ja. Muss ich ein bisschen früher kommen. Eigentlich um 9:30 Uhr fängt der Laden an. Also startet der Laden, macht auf. Aber wir müssen halt ein bisschen früher anfangen, weil ich ja diese eine Kurs machen muss. Auf jeden Fall, ja. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ja, Fuß waschen gehen und danach ins Bett legen. Wir sehen uns. Wir sehen uns entweder später oder morgen wieder. Bis später oder bis morgen. Pass auf euch auf. Tja, wie sage ich das? Okay, Leute. Ach, scheiße. Decke. Okay, Leute, egal. Ich weiß, diese Decke nervt, aber ihr sollt mich eh nur kurz sehen. Und zwar, ich lege jetzt mich ein bisschen hin. Ich habe jetzt meine Füße und so sauber gemacht, gereinigt. Und jetzt lege ich mich ein bisschen hin. Auf jeden Fall, ich habe erstmal 8 Stunden gearbeitet. Eigentlich nicht erstmal. Ich habe bei Praktikum 8 Stunden. Ich habe 4 Wochen und 2 Tage 8 Stunden gearbeitet. Aber diesmal mein offizieller Arbeitstag, wo ich auch Geld verdiene. Deswegen sage ich, das ist mein erster 8 Stunden Arbeitstag, den ich gearbeitet habe, 8 Stunden. Ich glaube, ich nenne das Video auch mein erster 8 Stunden Arbeitsvlog oder so. Keine Ahnung, mal schauen, wie ich das Video nenne. Auf jeden Fall, ja, wir sehen uns eh später wieder oder morgen. Okay, Leute, ich habe jetzt 5 Stunden gearbeitet, bin zu Hause. Also ich bin schon seit Stunden zu Hause. Ich habe gepennt 5 Stunden. Ich habe heute von 9:30 Uhr bis, nein, von 9 Uhr bis 14 Uhr gearbeitet. Ja, auf jeden Fall war gut, kann machen. Ich gehe jetzt ein bisschen was zocken, trinken, essen und danach muss ich jetzt wieder schlafen, weil ich morgen wieder arbeiten muss, von 10 bis 15 Uhr.
Und dann habe ich für 4 Tage frei. Das ist sehr gut. Das brauche ich auch, weil ich habe diese Woche voll, ich habe diese Woche voll lang gearbeitet. Ich sollte eigentlich diese Woche nur dreimal arbeiten. Ich habe diese Woche aber viermal gearbeitet und einen Tag über 8 Stunden gearbeitet. Das ist viel. Das ist echt viel. Für mich ist es viel. Aber ich muss mich daran gewöhnen, weil ich muss in Ausbildung 6 Tage, 8 Stunden arbeiten, weil Sonntag ist ja geschlossen. Von Montag bis Samstag muss ich über 8 Stunden arbeiten. Also ich muss. Nein, man hat ja 1 oder 2 Tage frei meistens. Also ich sag mal so 4, 5, 6 Tage muss man halt über 8 Stunden arbeiten. Aber das kriegt man schon hin, das schafft man. 8 Stunden ist nicht viel. Also wenn man viel zu tun hat, geht es sehr schnell. Zum Beispiel, wann war das? Ich glaube, es war letzte Woche, Mittwoch oder so. Ich habe dort 6 Stunden gearbeitet und es ist voll schnell gegangen. Also ich habe auf die Uhr geguckt. 5 Stunden waren schon weg und 1 Stunde musste ich, glaube ich, länger arbeiten. Ja. Und dann könnte ich schon nach Hause gehen. Also es geht schnell. Es geht schnell. Auf jeden Fall, das ist krass. Ja, Leute, auf jeden Fall bin ich jetzt, wie schon gesagt, zu Hause und wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen oder bis später. Mal schauen, wann ich anfange, wieder zu filmen. Achso, Leute, ich habe vergessen, kurz was zu sagen. Ich habe jetzt für die letzten, also ich habe für die nächsten 4, 5 Tage Short-Videos vorbereitet und ich drehe am Samstag noch mehr. Also checkt auf jeden Fall meine Short-Videos ab. Die sind echt spannend und lustig. Das ist ganz einfach. Ihr geht auf meinen Kanal, dann drückt ihr auf Shorts. Oben kann man ja auswählen. Video, Short, Podcast, Infos zum Kanal oder so, glaube ich, was. Keine Ahnung, was danach kommt. Aber auf jeden Fall müsst ihr dann auf Shorts gehen. Dann seht ihr alle meine Short-Videos. Die sind echt spannend. Klickt auf jeden Fall mal durch. Guckt auf jeden Fall alles mal bis zu Ende an. Und ja. Checkt auch mein Instagram auch ab. Da lade ich auch jeden Tag was gefühlt neue Videos und Bilder. Also checkt auf jeden Fall ab. So Leute, ich habe euch vergessen zu sagen, was ich heute alles gemacht habe. Heute habe ich 5 Stunden gearbeitet. Wir haben Donnerstag. Ja Leute, ich habe heute 5 Stunden gearbeitet. Aber ich habe heute nicht so viel gemacht. Nach Sortierliste habe ich heute gemacht. Das habe ich 2 Stunden lang. Nein, eineinhalb. Ungefähr ein oder 1,5 Stunden gemacht. Und danach musste ich Arbeitssicherheit Training machen. Also diesen Test machen, den man in Deutschland machen muss, wenn man in einer Firma arbeitet. Leute in Ausbildung mussten nicht machen, nur die Leute, die fest angestellt sind oder in Teilzeit sind oder Minijob, die müssen es machen. Okay, beim Minijob bin ich mir nicht sicher, ob man das machen muss, aber ich glaube schon, aber Leute, die in Ausbildung sind, müssen, glaube ich, auch nicht machen. Weiß nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Auf jeden Fall müssen Leute, die arbeiten gehen, einen Test machen in Deutschland. Arbeitssicherheit nennt man das. Und es dauert ungefähr 30 bis 1 Stunde. 30 Minuten bis 1 Stunde dauert es ungefähr. Ich habe 2 Stunden gebraucht. Digga, ich bin erstmal in mein Leben arbeiten. Ein Monat, na klar, dauert es bei mir lange. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in einen, sage ich mal, wenn ich jetzt in Ausbildung, also in Teilzeit, ich bin hier gerade in Teilzeit und danach in Ausbildung in den gleichen Betrieb und ich sag mal so, in 10, 20 Jahren würde ich gefeuert oder sonst was, dann muss ich das bei einem anderen Betrieb nochmal machen. Aber dann kann ich es besser beantworten, weil ich einfach diese Grundwissen über Arbeit und so alles gebaut habe. Wisst ihr, dann weiß ich besser, wie man zum Beispiel mit Messern umgeht, mit Geräten umgeht oder mit sonst was. Ich weiß schon, wie man mit Messer umgeht und so, ne? Aber das ist nur ein Beispiel. Ja, dann weiß ich halt alles besser und kann alles besser beantworten. Also meine. Ich muss sagen, ich wusste schon einiges. Also ich habe den Test
alles beantwortet, außer zwei Fragen, bei denen hat es halt voll lange gedauert, bis ich die richtig beantworte. Aber dann habe ich Hilfe bekommen von dem Betrieb, also von einem Betrieb. Mein Deutsch, von einer Kollegin habe ich dann Hilfe bekommen. Auf jeden Fall danke, sage ich nochmal von hier. Ja. Auf jeden Fall, ja. Aber ich muss sagen, für meinen ersten Arbeitssicherheitstest war ich gut. Also ich habe alles beantwortet. Okay, ich kenne einiges auch, weil ich habe einiges in Schule und so schon gelernt. Deswegen weiß ich auch, dank meinem Lehrer, sage ich wieder danke. Ja. Auf jeden Fall, jetzt gehe ich was essen, Zähne putzen und danach muss ich wieder schlafen. Bis später oder bis morgen. Pass auf euch auf. Tja, wie sage ich das immer? Auf jeden Fall bis später oder bis morgen. So, Leute, ich weiß nicht, ob ich euch vorhin gesagt habe. Vorhin sage ich schon, das war schon vor 10 Stunden oder so. Ich habe heute wieder gearbeitet, 5 Stunden. Und ich arbeite Montag doch. Digga, was ist das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich von Döner oder so, weil ich habe vorhin Döner gegessen, ich habe mir Döner geholt. Aber Leute, ja, ich habe heute 5 Stunden gearbeitet. Ich sollte ja eigentlich Montag frei haben, aber ich hab's doch nicht. Ich muss jetzt Montag 8 Stunden arbeiten. Ich habe mich schon gefreut, Digga. Ich hatte Samstag, Sonntag, Montag frei, also 3 Tage frei. Dienstag hatte ich auch, glaube ich, frei, also 4 Tage insgesamt frei. Aber Montag muss ich doch arbeiten. Und das 8 Stunden. Weil ich arbeite ja eigentlich 5 Stunden, weil ich bin ja eigentlich Teilzeit, aber da, am Montag muss ich 8 Stunden arbeiten, weil wir Montag viel zu tun haben. Und ja. Leider ist es so. Und ich bin ja 3 Monate Probe. Wollte ich Bescheid sagen. Und jetzt sneak ich mir hier ein paar Kinderschokoladen und hier sowas. Creme. Schokoladencreme mit Sahne und so. Ich kenne es wahrscheinlich, das hat jeder zu Hause. Und ja, auf jeden Fall. Und danach gehe ich schlafen. Ich glaube, danach filme ich weiter. Mal schauen, Leute. Auf jeden Fall, wir sehen uns später wieder. Okay, Leute, ich war jetzt duschen. Ich bin heute zu Hause. Ihr wisst ja, wir haben Samstag. Heute habe ich frei. Zum Glück. Sonntag habe ich immer frei, weil Sonntag ist ja der Laden geschlossen. Und ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt frei. Das ist sehr gut. Für 2 Tage kann ich mich jetzt hier ausruhen, eigentlich mal. Weil ich habe diese Woche von Montag bis Freitag sehr viel gearbeitet, auch Überstunden gemacht. Also diese Woche war echt hier krass, muss ich zugeben. Weil ich bin ja nicht gewöhnt, so lange zu arbeiten. Deswegen war diese Woche schon krass, muss ich zugeben. Aber ja, nächste Woche wird nur Montag krass. Da muss ich Überstunden machen, 8 Stunden. Also ich muss nicht, die hat gefragt, ob ich Zeit habe und so. Wenn ich, ja, ich hab einfach ja gesagt, weil, warum nicht? Mehr Geld ist gut. Warum sollte ich Nein sagen? Und ich habe halt wirklich morgen, also morgen ist es ja schon, nein, übermorgen ist es. Oh, morgen haben wir erst Sonntag, das ist übermorgen, also Montag. Deswegen habe ich gesagt, warum nicht? Ich habe ja eh nichts zu tun Montag. Dann kann ich ja gehen und 4 Stunden, warte, ja, 4 Stunden, nein, ja, 3 Stunden länger arbeiten. Eigentlich 4 Stunden bis ich zu Hause bin. Ich rechne halt mit hin und rück. Ja. Insgesamt 9 Stunden bin ich unterwegs, sage ich mal so. 8 Stunden arbeite ich und 1 Stunde unterwegs. Halt halbe Stunde hin und halbe Stunde zurück. Ja, ungefähr in 9 Stunden bin ich dann wieder zu Hause. Ja, aber eigentlich muss ich nur 3 Stunden länger arbeiten. Also ich arbeite ja gerade Teilzeit, also 5 Stunden und 3 Stunden extra dazu. Da sind dann 8 Stunden und ich bekomme eine halbe Stunde Pause. Das ist gut. Ja, Leute. Auf jeden Fall. Das ist sehr gut.
Und was wollte ich nochmal sagen? Eigentlich gibt es nichts zu sagen. Nur das kann ich sagen. Und ja. Leute, ich beende, glaube ich, das Video hiermit, weil sonst wird es lang sein. Ups, es ruckelt bis. Mein Deutsch. Ja, Leute, ich beende das Video hiermit einfach, weil ich will jetzt die Arbeitsvlogs nicht so lange ziehen, weil das geht schon, ich glaube, 16 Minuten mit das geht es dann schon über 18, 19 Minuten oder vielleicht auch 20. Ja, mal schauen, weil ich weiß nicht, wie lang 16, ja, ungefähr 20 Minuten dauert der Vlog oder ein bisschen länger, der Arbeitsvlog diesmal. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, teilen. Teilen sehr wichtig. Teilt es mit euren Kollegen, Onkels, alles, was ihr habt. Einfach mal den Link rüberschicken und sagen, check mal den krassen YouTuber ab. Und ja, dann werden wir immer größer, 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 größer. Und das macht mich glücklich. Und ihr unterstützt mich. Das ist ja mal was Gutes hier. Und dann tut ihr mal auch was Gutes. Gell? Ja, Leute. Auf jeden Fall sage ich mal, pass auf euch auf. Baut keine Scheiße, geht arbeiten, geht Ausbildung machen. Sehr wichtig für euch, für eure Zukunft. Statt draußen irgendwo hocken und kiffen oder sonst was inhalieren oder rauchen, tut das nicht. Geht arbeiten, baut eure Zukunft auf und danach macht, was ihr wollt. Ja, aber ja, sehr wichtig. Also, wenn ihr das Video seht, geht lieber arbeiten oder Ausbildung machen oder Schule, was ihr auch immer macht. Weiß ich ja gerade nicht, was ihr macht. Ihr wisst alles über mich, aber ich weiß über euch nichts. Ja, das ist typisch Influencer-Leben, aber egal. Ja, Leute, dann passt auf euch auf. Wie schon gesagt, abonniert den Kanal, liked das Video, teilt es gerne. Checkt meine anderen YouTube-Kanäle ab. Checkt meine Reinigungsfirma ab. Und ja, passt auf euch auf. Ciao, ciao.